Ja, so fangen wir heute an. Mit ja und nicht mit so. Also, Essen Motorshow 2016. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Wir in dem Fall der Praktikant Tim und ich. Und wir werden uns dort gleich mit dem Marco treffen. Wir werden also mit dem Marco gemeinsam einen schönen Rundgang über die Essener Motorshow machen. Und gucken einmal, was da so los ist, was für Autos dort stehen. Und B, will ich so ein paar Sachen abklären. Ich habe da so Hintergedanken mit Felgen und solchen Geschichten. Dann werden wir bei Wagner Tuning noch ein bisschen sein, werden da ein bisschen quatschen und überall so ein bisschen mal die Nase reinstecken. Wer da so was macht, mal so ein bisschen rumhorchen, wie die Messe so läuft. Ja, sind wir auf dem Weg dahin. Letztes Jahr, kannst du dich noch erinnern, Tim, sind wir schön mit dem Smart gefahren, ne? Ja, und dieses Jahr mit meinem. Ja, Smart ist natürlich ein schönes, kreatives Parken möglich. Das ist ja in Essen, da gibt es natürlich Parkplätze außerhalb. Aber ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber mir geht das so. Ich will, in mir weckt das irgendwie so ein Kampfgefühl. Ich will möglichst nah, mit wenigstens möglichst laufen, parken. Und ich weiß nicht, warum, ich versuche ganz genau davor zu machen. Und mit so einem Smart kannst du natürlich parken. Das geht mit einem anderen Auto nicht. Du kannst quer parken, du kannst dich irgendwo dazwischen quetschen noch. Also das ist schon sehr, sehr geil mit so einem Smart. Problem ist natürlich, wir haben jetzt unsere, wie soll man das nennen? Unsere Spezial-Sportauspuffanlage noch verbaut. Und das ist schon ein bisschen zu laut, um damit jetzt nach Essen zur Messe zu fahren. War so mein Bauchgefühl jetzt einfach mal. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, Golf Edition 30 vom Tim, der tut's heute auch. Und lassen ihn Smart zu Hause. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg. Ich bin gespannt, wie wir parken. Ob wir direkt außerhalb parken oder ob wir doch. Nein, der Ehrgeiz muss da sein. Ich bin gespannt, wo wir parken. Wir werden versuchen, möglichst wenig zu laufen. Und Stau haben wir auch schon gehabt. Da bin ich jetzt kurzfristig, haben wir noch mal rumgedreht. A40 war direkt voll Chaos. Und jetzt fahren wir über die 57, ist auch nicht viel besser. Also morgens. Irgendwo hinfahren ist im Ruhrpott. Wir fahren ja Richtung Ruhrpott jetzt. Ich Niederrhein, der und der Tim. Wir sind also schon Niederrhein, aber fahren natürlich jetzt im Pott, wo ich ursprünglich auch herkomme. Ja, richtiger Pottjunge aus Essen. Ja, wir fahren jetzt im Pott und da ist immer Stau. Immer Stau. Ja, sehen wir uns gleich wieder, falls wir ankommen. So, Essen Motorshow Lift. Wir sind im Lift. Oh, wir sind im Erdgeschoss. Wir sind jetzt da. Wir treffen jetzt den Degen hart. I was on a plane when I realized that I'm what. They all sound the same, they don't sound nothing like us. Young Woosh, I'm the guy with the bus. Young Woosh, you might have to catch the bus. Young Woosh, let me speak on the real quick. Man, I'm hungry, so I set me up a meal real quick. I see money, let me go and make a meal real quick. Found a baddie, made a mind, but she a real chill chick. Groupies wondering if they the one. She say she love me, man, that shit just made me run. This is easy, man. So, Essen Motorshow. Wir sind jetzt hier die ganze Zeit unterwegs. Wir sind jetzt hier am Stand von Sydney Industries. Der Marco ist mit dem Sydney da gerade ein bisschen am Quatschen, organisiert sich da gerade so ein Hoodie. Oh, ich habe so viel gequatscht heute schon. Auch mit vielen von euch, also alle, die das gucken, die heute gesprochen haben, schönen Gruß zurück. Hat mir richtig Spaß gemacht mit euch. Ja, und jetzt ruhe ich mich hier in dem schönen Sessel bei Sydney aus. Auf meiner Rechten, Tim, schwing mal rüber hier. Rauchenwelt Porsche. Auf der anderen Seite 991 Turbo S müsste das sein, soviel ich weiß. Ja. Ja, zeige ich auch mal. Ja, Tim, du machst weiter Videos. Ich quatsch mit euch allen da draußen.
bis dahin. Ich bleibe erst noch ein bisschen sitzen, ich habe Hunger. Hunger und Durst. Ah. That feels good. Wrong. They ask me what my music's about. Stories of love, maturity, and those that truly did doubt. Success and a loss of purity, how I'm moving without. Much of a crew do what I do, I started tuning shit out. Cause I got nothing to prove. Camera phones always aiming at these pretty hoes. You think they starring in screenplays where they take a pick and roll. I'm tuned with the program, says she move on a low, man. Ask her what you mean, girl. Not the movie with Lohan. If she's sassy and pissed off, teeth stay kissed off. Monday Night Wars, Vince taught me how to break that bitch off. Somebody tell her, oh, I'm not the one to fool. Young and cool, always dropping gems like you asked me to run the jewels. They do whatever just to ball out. So much in store, put the stores together just to show you what I'm all about. All those blood diamonds on your necklace, I looked at your chain, saw a masochist. This ain't Texas. Listen, we don't play, committed to my DNA. I bring the dumbass out of you like pants from TNA. I don't do industry politics, man. All I do is murder. If you really looking for that fire, then look no. Da holen wir euch jetzt mal live dazu, weil hier ist so eine Ecke an Autos, wo ich sagen muss, einfach geil. Wirklich jedes Einzel von diesen Autos ist einfach nur geil. Und jetzt lass uns mal rumgehen. Da fangen wir an mit einem 190er, 190 DTM. Dinger sind so rumgefahren. Einfach, das war noch Autofahren. Weißt du, ist nicht, heute gucke ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, wenig Rennserien. Das Formel 1 ist ein ganzer Quatsch. Ich gucke nichts von dieser Scheiße. Aber das war noch geil. Ich saß als kleines Kind zu Hause mit Vater, mit Opa und wir haben DTM geguckt. Und die Dinger sind rumgefahren. Hier, Calibra. Ein Calibra. Einfach geil. So, und jetzt gehen wir weiter zum Audi V8. Lass uns an den gucken gehen. Einfach geil, da geht mir ein Herz auf. Ich wollte schon was anderes sagen, aber wirklich, der wird mir warm ums Herz. Ich kriege Gänsehaut. Die Dinger, das ist noch geil. Das ist Rennsport. Ein Traum, einfach ein Traum. Die Spiegel, ich sage euch jetzt, wovon die sind, guckt euch die Spiegel an. Das sind Fiat-Spiegel, oder Marco? Das war Fiat. Fiat-Spiegel sind da. Guckst du dir an? Auto in Verbindung mit der Farbe, die Felgen. Das ist schon. Ey, ist wirklich geil. Ist einfach nur geil, dass wir haben den für Motor drin gehabt. V8, glaube ich, sind die gefahren. Ja. Was gut ist, da geht alles geil. Also ich. So ein Auto in der Garage, ne? Ich bin jetzt auch kein riesen Ford-Fan, ja? Okay, Megane und Focus und so, ja? Auch Omega, aber hier, auch Opel. Guckt euch das an. Das sind schon alte Zeiten, also das ist 80er und 90er. So, der Tag geht zu Ende. Essen Motor Show 2016 war wirklich geil und anstrengend. Wir sind viel gelaufen, haben viel gequatscht, haben viele Bilder gemacht mit allen möglichen Leuten. Ich grüße einfach mal alle, mit denen ich heute gequatscht habe. Das waren so viele, das ist ja Wahnsinn. Hab mir gerade hier nochmal bei Wagner Tuning cooles Shirt geholt. Ja. So, jetzt steigen wir ein, geht nach Hause. Morgen geht es weiter mit Arbeiten. Der Tim hat einiges hier, glaube ich, zu schneiden, oder? Was sagst du? Ja, ne? Ja. Nickt schon. Hier, viele Aufnahmen dabei. Ein bisschen Ferrari hier am Stand. Wir sind hier in der Halle, wo die ganzen klassischen Autos stehen. Wirklich schöne Sachen bei. Schon Wahnsinn, was für schöne und geile Autos gibt, aber man kann sie nicht alle haben. Und das ist das Schlimme daran. Ich hätte sie gerne alle. Fast alle. So, ich bin raus. Nächste Video folgt. Tschüss.